Der UN-Generalsekretär wirft Israel Kriegsverbrechen vor. Was ist passiert? Israel hat vor kurzem Ziele der UN-Mission im Libanon angegriffen. Der Spiegel hat dazu einen Artikel geschrieben, den wir uns mal genauer ansehen. UNO verurteilt Angriff auf Friedenstruppe als mögliche Kriegsverbrechen. Die Vereinten Nationen kritisieren den zunehmenden Druck auf ihre Vertreter, schließen einen Abzug aber aus. Und jetzt, dürft ihr mal raten, warum greift Israel UN-Truppen an? Könnte es sein, dass Israel hier internationales Recht schlichtweg egal ist? Könnte es sein, dass Israel einfach schauen möchte, wie weit es gehen kann? Also beispielsweise als, wird hier unten im Artikel, hier unten im Artikel erwähnt, was Israel genau gemacht hat. Zwei israelische Panzer hätten das Hauptkorps des Stützpunktes in der Gegend von Ramania zerstört und seien gewaltsam eingedrungen, heißt es in der Erklärung von UNIFIL, also von der UN-Mission im Libanon. Nach 45 Minuten seien die israelischen Soldaten wieder abgezogen. Also israelische Panzer marschieren in einem Stützpunkt der UN-Mission ein. Was ist jetzt Israels Erklärung dafür? Richtig. Hier oben steht's schon. Israel beschuldigt indes die Hisbollah gezielt aus der Nähe von UNO-Soldaten zu feuern. Die Hisbollah benutzt die UN-Mission als Schutzschilde. Also kein Scherz, kein Scherz. Wenn israelische Panzer in den Stützpunkt eine UN-Mission einmarschieren, dann ist daran die Hisbollah schuld, die diese UN-Mission angeblich als Schutzschilde missbraucht. Das ist die israelische Schutzbehauptung und wir kennen das natürlich schon aus den bisherigen Angriffen Israels im Libanon. Immer, wenn Israel irgendein Wohngebäude eingeäschert hat, dann hat man dort hochrangige Hisbollah-Kommandeure getötet. Wenn Israel einen Terroranschlag veranstaltet hat, dann hat das natürlich nur hochrangige Hisbollah-Mitglieder getroffen, auch wenn da zahlreiche Mediziner unter den Opfern waren, auch wenn da zahlreiche Zivilisten gestorben sind. Israel hat natürlich immer nur Terroristen bekämpft. Und dann sind aus Versehen Zivilisten zu Schaden gekommen. Und so ist das auch mit UN-Soldaten. Wenn Israel jetzt UN-Soldaten angreift, dann ist das leider, leider deshalb der Fall, weil die Hisbollah sie als Schutzschilde missbraucht. Ja, UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich dazu schon geäußert. Das Personal der UNIFIL und ihre Einrichtungen dürfen niemals angegriffen werden. Angriffe auf Friedenstruppen verstoßen gegen das Völkerrecht. Also. Und können ein Kriegsverbrechen darstellen. Also Guterres sagt im Klartext, das, was Israel hier gemacht hat, ist wahrscheinlich ein Kriegsverbrechen. Also Israel greift die UN-Truppen an, die sich dort völkerrechtlich legitim aufhalten, nach einer Resolution von 2006, in der ausdrücklich gesagt wird, Aufgabe dieser UN-Mission ist die Verteidigung der territoriellen Integrität des Libanons und der Abzug der israelischen Truppen. Also der UN-Resolution, die UN-Truppen dazu berechtigt, im Libanon zu sein, fordert nicht nur, dass die libanesische Armee anstatt der Hisbollah im Grenzgebiet die Kontrolle übernehmen soll, sondern die fordert explizit, dass Israel sich daraus zurückzuziehen hat und kein Recht hat, die territoriale Integrität des Libanons zu verletzen. Das ist die Grundlage dafür, dass die UN-Mission dort stattfindet und Israel greift jetzt einfach mal die UN-Mission an. Ja, es ist unglaublich. Die UNIFIL beklagte zudem, am Samstag hätten Soldaten der israelischen Armee eine entscheidende logistische Bewegung der UNIFIL in der Nähe von Meis al-Jashal blockiert und ihr den Weg versperrt. UNIFIL forderte die israelischen Behörden auf, Erklärungen zu liefern und sprach von schockierenden Verstößen. Das israelische Militär erklärte, die Hisbollah greife von Stellungen aus an, die sich in unmittelbarer Nähe von UNO-Blauhelmtruppen im Südlibanon befänden. Wie die israelische Armee am Abend mitteilte, seien im vergangenen Monat etwa 25 Raketen auf israelische Gemeinden und Truppen von Stellungen der Hisbollah in der Nähe von UNIFIL-Posten abgefeuert worden. Ja, Israel greift UNIFIL-Stützpunkte an, Israel blockiert ja, völkerrechtswidrig UNIFIL-Soldaten und ja, wer ist schuld? Die Hisbollah. Es ist unglaublich. Die Gefechte gingen unterdessen in der Nacht auf Montag weiter. Die Hisbollah feuerte Raketen auf den Norden Israels ab. Wie die israelische Armee mitteilte, fing die Flugabwehr ungefähr fünf aus dem Libanon abgefeuerte Geschosse erfolgreich ab. Also das Übliche. Die Hisbollah und Israel beschießen sich gegenseitig. Wenn man sich die bisherige Entwicklung ansieht, dann lässt sich feststellen, dass Israel mehr als viermal so viele Angriffe auf den Libanon geflogen hat, wie die Hisbollah auf Israel. Bei den israelischen
Angriffen starben bisher tausende Zivilisten. Bei den Angriffen der Hezbollah starben bisher erst weniger als 100 Menschen, die meisten davon Soldaten. Also die Hezbollah greift tatsächlich hauptsächlich militärische Ziele an, Israel hauptsächlich zivile Ziele. Und jetzt greift Israel auch noch UN-Truppen an. Ja, was soll man dazu sagen? Die UN-Truppen, also die Hezbollah hat halt die UN-Truppen als menschliche Schutzschilde missbraucht. Also die ist echt hinterlistig, diese Hezbollah. Ihr merkt, mir fällt dazu echt nichts mehr ein. Ich habe den Artikel hier gesehen und ich dachte, ich werde nicht mehr. Das ist doch Realsatire. Aber nee, das ist die Propaganda der israelischen Regierung. Und was soll man machen? Westliche Medien drucken es ab. Aber dem Spiegel muss man hier positiv anmerken, dass er wenigstens noch die Statements der UN hier abgedruckt hat und nicht einfach so unwidersprochen die israelische Propaganda hier weiterverbreitet hat, sondern wenigstens noch die Einschätzung der UN dazugegeben hat. Denn Guterres, der hat sich da jetzt ziemlich deutlich geäußert.